Mein Name ist Petra Wasiluk. Mein heutiger Gast ist Thomas Zampach. Thomas war vor einiger Zeit ein erfolgreicher Eintracht-Fußballspieler. Ich bereite ihn als Trainerin auf seinen zweiten Mainova Frankfurt-Marathon vor und ich bin gespannt, wie sich der Fußballer auf der Laufstrecke entwickeln wird. Ja, Thomas, ich habe dich hier vor einem Jahr kennengelernt. Da haben wir beide beschlossen, zusammen den Marathon zu laufen und auch gemeinsam zu trainieren. Besser gesagt, ich trainiere dich. Aber magst du mir vielleicht mal erzählen, wie du zum Laufen gekommen bist? Weil diese Geschichte kenne ich jetzt von deiner Seite noch nicht. Ja, ich musste ja schon früher als Fußballer auch immer laufen, weil wir ja konditionell 90 Minuten schon durchstehen mussten. Aber mehr zum Laufen gekommen bin ich jetzt, nachdem ich die Niere gespendet habe meinem Bruder. Ich sollte mehr Ausdauersport machen, weil es einfach der Niere besser tut. Und ich merke auch, dass es mir gut tut, weil es mir auch ja, den Kopf frei macht, auch von der Arbeit. Und ich komme einfach besser runter und kann dann einfach auch besser abends auch abschalten. Außer wenn du mich komplett zerstörst. Für mich ist ja das Laufen eine große Leidenschaft, eine große Liebe. Und du hast jetzt nur noch eine Niere. Wie ist das für dich, das Laufen? Schränkt dich das ein? Oder merkst du davon gar nichts? Doch, ich merke schon, dass ich momentan dann so eine längere Regenerationsphase habe. Ja. Und ich gebe dir vollkommen recht, diese Ruhe für sich zu sein, Gedanken zu sortieren und auch irgendwo immer wieder an seine Grenze zu gehen. Und auch das ist für mich zu sehen, ob das mit einer Niere wirklich auch so funktioniert. Und ich muss sagen, ich bereue es keinen Tag, dass ich das gemacht habe, weil ich kann alles ganz normal machen, außer dass ich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Erholung brauche. Also im letzten Jahr bist du ja für Mainova in der Staffel mitgelaufen. In diesem Jahr den ganzen Marathon. Worauf freust du dich am meisten? Ja, auf die Festhalle natürlich, vor allem wenn man so wirklich 42 Kilometer allein gelaufen ist oder mit dir zusammen, Petra, ist es natürlich was Besonderes. Und ich finde es einfach klasse, was die Mainova für den ganzen Breitensport hier im Rhein-Main-Gebiet macht. Also das ist wirklich einzigartig und ich finde es einfach überragend, ja. Ja, vielen Dank an Thomas. Möchtest du uns dazu was erzählen? Dann schreibe deine Geschichte unter diesem Post.